Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Ja, herzlich willkommen zum VfR TV. Heute mit einer Sondersendung. Vor kurzem haben wir ja bekannt gegeben, wir haben einen neuen Spieler für die neue Saison. Bei mir unser Trainer Daniel Weber. Hallo Daniel. Maximilian Knauer, komm vom Buchbach zu uns. Wie kam es zustande? Und ich habe gelesen, es ist ein Wunschspieler. Ja, genau. Wir sind mit Max schon lange in gutem Kontakt. Er hat sich bei uns fit gehalten in der Zeit nach Ismaning. Und er ist befreundet mit einigen unserer Spieler schon lange. Und wir haben halt immer mal gesprochen. Und irgendwann muss man dann halt auch mal Nägel mit Köpfen machen. Und ich habe mir Max für nächste Saison gewünscht, weil ich denke, dadurch unsere Stabilität ein bisschen, auch die Erfahrung ein bisschen zu erhöhen im Zentrum wieder. Und dass so Fehler wie die letzten Wochen in den Spielen halt einfach nicht passieren. Mhm. Und der Verein ist dem halt nachgekommen und hat alles versucht möglich zu machen, dass wir den Max halt kriegen nächste Saison. Jetzt haben wir ihn ja für die nächste Saison. Er ist eigentlich bei Bochum momentan Innenverteidiger, kann aber defensiv ja alles spielen. Wo siehst du ihn? In der Innenverteidigung oder wirst du ihn generell auf allen Positionen einsetzen? Nein, also geplant ist er fürs Mittelfeld, aber wir wissen ja ganz genau, der Max kann in den Defensivrollen mehrere Sachen übernehmen. Und so ein Allrounder, der erfahren ist, der tut uns halt auch gut. Und hier freuen wir einfach drauf, dass wir da einfach wieder breiter werden und vor allen Dingen erfahrener und cleverer, damit halt so enge Sachen wie zurzeit einfach nicht passieren. Aber der Max hat ja noch ein paar andere Aufgaben oder wird noch was in der Jugend übernehmen. Da freue ich mich auch sehr drüber, weil Spieler, die da ein bisschen mitarbeiten wollen, sind herzlich willkommen und helfen der Jugend und den Verein mit ihrer Erfahrung halt dann auch weiterzukommen, um dass vielleicht der ein oder andere Spieler dann auch mal wieder in die erste Mannschaft kommt. Da tun wir uns zurzeit ein bisschen schwierig. Da haben wir jahrelang sehr gute Sachen aus der Jugend ziehen können und da ist ein bisschen Stagnation zurzeit drin und da freue ich mich darüber, dass der Max da wieder was macht. Und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht in ein, zwei Jahren da wieder ein Garinger Bube haben. Gute Jungs wieder hochziehen. Ja, super, das hört sich doch gut an. Dann freue ich mich sehr auf ihn. Schauen wir mal, wie die Saison auch noch spielt. Ich schätze mal, du wirst ihn ja auch noch weiter beobachten, damit du dann ihn bestens nächste Saison auch einsetzen kannst. Ne? Ja, wir sind ja immer in Kontakt und deswegen, das passt schon. Wunderbar, dann bedanke ich mich dafür und einen schönen Tag noch. Danke euch auch. Auf Wiedersehen.